Herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream von Micro Destruction, unserem Itemteam von Kaiserslautern. Rechts von mir ist die wunderschöne Emily. Und links ist die bezaubernde Linda. Und damit ihr auch den Rest von unserem Team kennenlernt, haben wir euch ein kleines Vorstellungsvideo gedreht. Hello, my name is Linda. I'm 24 years old and we are the Clammy Team. Hi, my name is Yannick. I'm 22 years old and these are some of our cells. Hello, my name is Alyssa. And I'm Steffi. We are 23 and 27 years old. And we are both in the assay team. Michelle, 23, assay team. Nicholas, 20. Helena, 22. Emily, 22. And we are the E. coli team. Wie beim letzten Mal ist dieses wieder ein Spenden-Livestream. Und an dieser Stelle möchten wir uns auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bedanken an all die Leute hier draußen, die beim letzten Mal gespendet haben. Natürlich haben wir diese schon für Labormaterialien verwendet. Da wir nun schon eine Weile im Labor arbeiten, brauchen wir immer wieder neue Materialien, wie zum Beispiel sogenannte PCR-Tubes. Das sind auch wieder Gefäße, die wir jetzt brauchen, um die Aktivität von Proteinen zu messen. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch diesmal auf neue Spenden von euch. Die Informationen zu PayPal und unserem Konto befinden sich wieder in der Beschreibung. So, und um euch zu zeigen, wie wir im Labor arbeiten und dass unsere Spenden natürlich auch umgesetzt werden, haben wir ein paar Einblicke für euch aus dem Labor. Um auch weiter im Kontakt mit Experten zu sein und auch Austausch mit ihnen zu führen, haben wir diesmal mit einem Mitarbeiter des Umweltbundesamtes Dessau-Roßlau gesprochen. Er heißt Herr Dr. Gerd Mark und beschäftigt sich besonders mit dem Thema Arzneimittel in der Umwelt, also wie er sieht, zu unserem Projekt total passend. Und er hält auch viele Vorträge in der Öffentlichkeit darüber. Herzlich willkommen, Herr Mark. Ich freue mich, mit Ihnen das Interview führen zu dürfen. Sie arbeiten im Umweltbundesamt. Seit wann arbeiten Sie denn dort? Ich bin zum Umweltbundesamt im Juli 2007, also ziemlich genau jetzt 13 Jahre, arbeite ich hier am Umweltbundesamt im Bereich Umweltbewertung von Arzneimitteln. Und was sind die generellen Aufgaben des Umweltbundesamts? Also das Bundesumweltamt ist eine sogenannte Bundesoberbehörde, also direkt dem Ministerium unterstellt. Also wir sind wissenschaftliche Beratung für das Umweltministerium, aber nicht nur, natürlich dann auch in anderen Bereichen fürs Wirtschaftsministerium oder in meinem Bereich Arzneimittel jetzt auch dem Gesundheitsministerium beziehungsweise dem Landwirtschaftsministerium unterstellt. Die wichtigsten Aufgaben sind halt da diese Politikberatung, aber auch Aufklärung für die Öffentlichkeit. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir das Interview jetzt hier haben. Dann aber auch Daten sammeln. Zum Beispiel hat der Hauptstandort hier in Dessau, ist die größte Umweltbibliothek im deutschsprachigen Raum. Dann werden auch für alle möglichen Sachen Daten erhoben. So jetzt im Bereich Arzneimittel haben wir jetzt eine Datenbank erstellt, die Monitoring-Daten weltweit in über 72 Ländern erfasst und der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellt.
Und jetzt in Ihrem Bereich, wie sieht Ihr Alltag denn dann dort aus? Also ich, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, arbeite im Bereich Umweltbewertung von Arzneimitteln. Das heißt, wenn ein neuer Arzneimittelstoff oder ein neues Medikament auf den Markt kommt, bedarf es ja einer umfangreichen Testung und dazu gehört auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine Umweltrisikoassessment nennen wir das. Das heißt, bedeutet, wir kriegen den Teil dieser Bewertung in Studien. Also ich führe keine Studien durch, ich bewerte die Studien. Diese Studien werden anhand von Studienreports uns zur Verfügung gestellt. Die bewerten wir und dann stellen wir anhand dieser Sachen ein potenzielles Risiko für die Umwelt dar oder eben auch nicht. Das ist sozusagen mein Hauptjob. Parallel dazu sind wir natürlich aber auch in internationalen Gremien und nicht nur ich, sondern auch natürlich andere Leute im Umweltbundesamt, arbeiten wir an den Richtlinien, anhand denen diese Tests durchgeführt werden müssen. Wir arbeiten auch an konzeptionelle Sachen, jetzt zum Beispiel gerade insbesondere jetzt im Bereich der EU-Ratspräsidentschaft für Deutschland sind wir relativ eng verzahnt mit der DG Environment, also mit dem Umweltministerium auf EU-Ebene, wo wir dann auch, wo wir später eventuell noch zu kommen, für die Wasserrahmenrichtlinie Stoffkonzentrationen, Höchstkonzentrationen ermitteln. Unser Projekt handelt ja davon, eben von Mikroschadstoffen in Gewässern. Welche negativen Effekte gehen denn von Schmerzmitteln in Gewässern auf die Lebewesen aus? Man könnte jetzt ziemlich platt sagen, das, was auf der Packungsbeilage bei den Nebenwirkungen steht, das greift auch für die Lebewesen im Gewässer. Bei Fischen sind Nierenschäden vorgefunden worden, Entschuldigung. Sowas steht natürlich ganz klar auch auf den Packungsbeilage, dass Leute mit Nierenproblemen Diclofenac zum Beispiel eben nicht nehmen sollen. Dann gibt es nachgewiesenerweise allerdings in sehr hohen, relativ nicht umweltrelevanten Konzentrationen, das ist nachgewiesen worden bei Fischen, Hornhautablösung. Auch das steht auf der Packungsbeilage bei einem Medikament, das bei Augenoperationen verordnet werden soll. Also diese Effekte finden wir auch. Und welches der pharmazeutischen Mittel hat dann den größten Effekt auf Lebewesen jetzt in Deutschland gesehen? Das ist etwas schwierig zu entscheiden, weil man da entscheiden muss über die Effektivität der eigenen Substanz, wie zum Beispiel Hormone, die in den niedrigsten Konzentrationen, also im Pikogrammbereich pro Liter, schon Wirkung zeigen. Da braucht man natürlich nicht so viele, während die Schmerzmittel, insbesondere Diclofenac oder noch viel mehr Ibuprofen, Ibuprofen hat einen Verbrauch in Deutschland von über 1000 Tonnen im Jahr. Da haben wir natürlich sozusagen einmal hohe Konzentration und vergleichsweise geringere Wirkschwellen, während das andere Extrem, die Hormone, insbesondere die für die Kontrazeptiva, relativ geringe Mengen haben, die aber ganz geringe Wirkschwellen haben. Also da kann man nicht sagen, dieser Stoff ist das Schlimmste und da die anderen sind harmlos. Da muss man so ein bisschen abwägen. Natürlich haben wir relativ viele Arzneimittel, die keine großen Umweltwirkungen haben. Aber wir haben halt diese Blockbuster, die immer wieder in den Gewässern auftauchen, unter anderem auch, weil sie schwer aus der Kläranlage herauszufischen sind. Es gibt ja natürlich auch andere Mikroschadstoffe. Welches andere Mikroschadstoff außerhalb jetzt des medizinischen Bereichs, das wir jetzt schon abgedeckt haben, stellt denn Deutschland vor eine große Herausforderung? Da gibt es auf verschiedenen Ebenen. Zum einen haben wir ja bei den Wasch- und Reinigungsmitteln, haben wir ja Tonnen, also da reden wir ja von anderen Größenordnungen im Vergleich zu Arzneimitteln, zum Beispiel die Benzotriazole, die in Geschirrspülmitteln drin sind, da reden wir von 10.000 Tonnen pro Jahr. Die machen natürlich ein Problem aufgrund dieser hohen Menge und die vergleichsweise schwere Abbaubarkeit. Dann haben wir Pestizide, also Pflanzenschutzmittel, die ja direkt auf die Pflanzen ausgetragen werden und damit direkt in die Umwelt eingetragen werden. Machen natürlich auch einige Probleme, weil die dann halt ja sofort in der Umwelt wirken
ob es nun direkt auf dem Feld, wo sie ausgetragen werden, oder halt über Grundwasser bzw. über Überschwemmung ins Oberflächenwasser gehen. Also diese Problematik haben wir da natürlich bei denen. Wir haben ja jetzt schon unterschiedliche Mikroschadstoffengruppen gehört, die unterschiedliche Eintragswege haben. Können Sie einschätzen, was so bei welchem Mikroschadstoffgruppe so der Haupteintragsweg in den Gewässer ist? Bei Pflanzenschutzmitteln habe ich es ja gerade schon erwähnt. Da haben wir halt das direkten Eintrag in die Umwelt beziehungsweise über Abschwemmung und Regen ins Oberflächenwasser beziehungsweise ins Grundwasser. Bei Arzneimitteln und auch bei Wasch- und Reinigungsmitteln ist das halt über die Kläranlage und die dann manchmal halt eben schlecht beziehungsweise gar nicht vorhandene Möglichkeit des Abbaus in der Kläranlage, sodass wir das halt über den normalen Abwasserkanal ins Gewässer haben. Bei Tierarzneimitteln haben wir so eine Mischung. Da wird ja dann häufig über die Gülle und den Auftrag aufs Feld eingetragen. Da sind wir wieder auf der vergleichbaren Ebene mit den Pflanzenschutzmitteln über Grundwasser und Abschwemmung halt ins Oberflächenwasser. Und was unternimmt das Umweltbundesamt diesbezüglich? Wir sind auf verschiedenen Ebenen tätig. Zum einen natürlich in der Regulation, das ist ja ein weiterer Job. Wir haben ja nicht nur die Arzneimittel bei uns im Umweltbundesamt, das ich mache, sondern auch die Pflanzenschutzmittel, die Industriechemikalien, die Biozide und die Wasch- und Reinigungsmittel. Und da gibt es Auflagen bis hin zu, insbesondere bei Pflanzenschutz und Biozide, die haben da relativ starke rechtliche Möglichkeiten, die Stoffe schlicht und einfach zu verbieten. Dann haben wir natürlich auf verschiedensten Ebenen Aufklärungsebene bis hin, wir haben hier im Wasch- und Reinigungsmittel einen sehr rührigen Kollegen, der ganz oft auch auf den Märkten ist und den Leuten versucht zu erklären, zum Beispiel wie viel Spülmittel nötig ist, wie viel Waschmittel nötig ist, dass man da vieles reduzieren kann. Und zum Beispiel auch ganz klar postuliert, Sachen, die für die Reinigung nicht nötig sind, wie zum Beispiel Duftstoffe oder Weichspüler, die keine Reinigungskraft haben, dass die überhaupt keine Notwendigkeit haben oder für uns jetzt krass gesagt keine Berechtigung haben, in diesen Substanzen drin zu sein. Im Bereich Arzneimittel machen wir Aufklärung auf verschiedenen Ebenen bis hin in die Lehre von Pharmazeuten und Mediziner, um einfach mal die Problematik darzustellen, die sich vielen Leuten nicht bewusst ist. Denn auch wieder zurück bei den Arzneimitteln, bei den pharmazeutischen Produkten haben wir ja ganz, ganz viele, und da postuliert das Uber auch, dass die Reduktion der verschreibungspflichtigen Medikamente deutlich verstärkt wird. Denn da sind viele, diese Selbstmedikation ist halt ein relatives Problem. Worum wir einen relativ großen Ansatz sehen. Und dann natürlich Informationskampagnen, hatte ich schon kurz angedeutet. Wir haben jetzt für Tierarzneimittel eine Internetplattform, wo Lehrmaterial auf verschiedenen Ebenen von Schulen bis Universitäten abgegriffen werden kann. Das bauen wir jetzt gerade für Humanarzneimittel auch auf. Okay, damit haben Sie gerade schon erklärt, wie die Aufklärungsarbeiten durchgesetzt werden. Gibt es einen Bereich, wo Sie persönlich sagen würden, da wollen wir auf jeden Fall besonders viel Wert setzen? Was wir auf jeden Fall jetzt machen werden, ist mit den Antibiotika, mit der Strategie, Antibiotika-Resistenzstrategie, wo wir, das ist aber ein ganz, ganz dickes Brett, wo wir dann auch mit verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten werden, denn Antibiotika ist ja vermutlich inzwischen so ein bisschen bekannt, ist ja nicht nur ein Umweltproblem und dementsprechend haben wir verschiedene Ministerien und Handlungsstränge dabei. Jetzt zum Beispiel ist die Hälfte der Antibiotika, die in Deutschland verbraucht wird, ist nicht für die Humanmedizin, sondern für die Tiermedizin benutzt. Und dort greift das denn schon das andere Politikfeld, die Haltungsbedingungen in der Tierproduktion. Und da sind wir dann in einem ganz anderen Feld, wo wir dann mit dem Landwirtschaftsministerium zusammenarbeiten müssen zum Beispiel. Sie haben ja auch schon gesagt, dass in bestimmten Fällen die Stoffe ja dann auch verboten werden müssen.
Oft sind ja umweltbedenkliche Stoffe in Diskussionen, gerade in den Medien, wenn ich jetzt zum Beispiel an Glyphosat denke. Was sind denn die häufigsten Gründe, warum ein umweltbedenklicher Stoff dann letztendlich dann doch nicht verboten werden kann? Das meiste sind fast ausschließlich ökonomische Gründe, wo dann immer dann sagt, okay, einerseits, es ist wirtschaftlich nötig, ohne diesen hätten wir einen großen wirtschaftlichen Schaden. Und dann auch die Problematik mit den potenziellen Ersatzstoffen. Was passiert, wenn ich diesen Stoff nicht habe? Welche Ersatzstoffe kann ich nehmen? Wenn ich diese Ersatzstoffe nehme, habe ich da nicht ähnliche Probleme oder vielleicht sogar schlimmere Probleme, weil ich diesen Stoff von seinen Eigenschaften her gar nicht kenne. Diese Problematik muss man immer abwägen. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Ich kann schlecht und einfach sagen, ich kann jetzt ein Krebsmittel nicht verbieten, weil das potenziell umweltgefährdend ist. Also da haben wir eine andere Ebene als bei Pflanzenschutzmitteln, die tatsächlich ja verboten werden. Okay, damit bedanke ich mich für das Interview. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich glaube, jeder hat jetzt nochmal etwas dazugelernt, benutzt jetzt vielleicht ein bisschen weniger Spülmittel oder weniger Weichspüler und bedanke mich nochmal. Dankeschön. Ja, dankeschön, gerne. Nachdem wir euch das letzte Mal einiges über unser Projekt erzählt haben, wollen wir euch dieses Mal eine kleine Einführung in die Grundbausteine der Biotechnologie geben, welche natürlich bei unserer Arbeit im Labor eine sehr wichtige Rolle spielen. Viel Spaß dabei! Heute nehmen wir euch mit in die Welt der Genetik. Wer unseren letzten Livestream verfolgt hat, kann sich bestimmt noch daran erinnern, dass wir der Alge Chlamydomonas reinhardi eine neue Information in die DNA einbauen wollen, das Plasmid, damit diese dann das Enzym Lacase produziert, um den Schadstoff Diclofenac zu spalten. Um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns erst einmal die Struktur der DNA anschauen. DNA ist die Abkürzung für Desoxyribonucleic Acid, auf Deutsch DNS, Desoxyribonukleinsäure. Ein DNA-Strang besteht aus den vier Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, sowie aus dem Zucker, der Desoxyribose und Phosphat. Die Einzelteile der DNA, die aus einem Zucker, einem Phosphat und einer der vier Basen gebildet werden, nennt man Nukleotide. Die Nukleotide verbinden sich miteinander. Es setzt sich immer ein Nukleotid auf das andere und es entstehen Stränge. Zwei Einzelstränge können sich ebenfalls miteinander verbinden. Dabei entsteht das Muster einer Leiter. Das Rückgrat wird von Desoxyribose und Phosphat gebildet und die Sprossen bestehen aus jeweils zwei der vier Basen. Hierbei interagiert Adenin immer mit Thymin und Guanin immer mit Cytosin. Sie sind also komplementär. Die Basen kann man mit Buchstaben eines Textes vergleichen. Wenn diese vier Basen in einer bestimmten Reihenfolge auf der DNA vorkommen, bilden sie zusammen Wörter. Die Wörter sind die Gene, welche spezifische Informationen enthalten, zum Beispiel wie ein Protein gebaut werden soll. So bilden verschiedene Anordnungen der vier Basen viele verschiedene Gene auf der DNA und es entsteht unser Genom, unsere Ansammlung an Genen auf der DNA, worin alle Informationen unseres Körpers gespeichert sind. Wie wird die Information nun abgelesen? Dazu wird eine Abschrift der DNA erstellt. Der Vorgang nennt sich Transkription. Zuerst setzt das Enzym RNA-Polymerase an den Promotor der DNA an. Ein Promotor ist eine bestimmte Basenabfolge der DNA, die signalisiert, dass das Gen hier beginnt. Nachdem die RNA-Polymerase an den Promotor angedockt ist, beginnt die Transkription des Gens. Das Besondere ist dabei, dass die DNA in einen RNA-Strang umgeschrieben wird. Die Einzelteile der RNA bestehen aus dem Zucker, Ribose,
der eine OH-Gruppe mehr besitzt als die Desoxyribose, und ebenfalls aus einem Phosphat und einer Base. Statt Thymin wird bei der RNA die Base Uracil verwendet, welche mit Adenin interagiert. Die RNA-Polymerase liest die DNA ab und verknüpft passend dazu die RNA-Einzelbausteine zu einem Strang, welcher komplementär zu dem DNA-Leitstrang ist. Das macht sie so lange, bis sie am Terminator angekommen ist. Der Terminator ist das Gegenstück zum Promotor und signalisiert das Ende des Gens. Da der nun gebildete RNA-Strang die Message zur Bildung von Proteinen verbreitet, nennt man ihn logischerweise Messenger-RNA oder kurz mRNA. Der letzte Schritt ist dann endlich die Herstellung der Proteine. Der Fachbegriff dafür ist Translation. Die mRNA wird von einem Ribosom gebunden. Das Ribosom hat die Aufgabe, die Message, die die mRNA mit sich herumträgt, in Proteine zu übersetzen. Dabei kodieren immer drei Basen für eine Aminosäure, also die Bausteine, aus welchen die Proteine bestehen. Von diesen Aminosäuren gibt es normalerweise 20 verschiedene. Die Ribosomen lesen das Basentriplett ab, nehmen sich die entsprechende Aminosäure und knüpfen sie zu einem Aminosäurenstrang zusammen. Ist der Strang komplett, faltet sich das Protein aufgrund der chemischen Eigenschaften der Aminosäuren selbst zu seiner richtigen 3D-Struktur. Nur wenn das Protein diese Struktur besitzt, ist es fähig, richtig zu arbeiten und chemische Reaktionen zu katalysieren. Und nun kommt wieder unser Plasmid ins Spiel. Ein Plasmid ist eine doppelsträngige, ringförmige DNA, die unabhängig von der chromosomalen DNA ist. Daher können wir über das Plasmid Informationen in den Organismus schleusen, die nicht auf den Chromosomen verankert sind. In das Plasmid können wir durch Gentechnik Basen einbauen, die sich in genau der richtigen Reihenfolge befinden, um den Bauplan für unser Enzym, die Lacase, zu bilden. Sobald sich diese Informationen im Organismus befinden, wird das Plasmid, wie der Rest der DNA, von der RNA-Polymerase abgelesen, zur mRNA transkribiert und letztendlich zu unserem Enzym translatiert. Das war ein kleiner Einblick in die Theorie hinter dem großen Bereich der Biotechnologie. Das war die Animation von Helena, die war beim letzten Livestream schon dabei. Und Emily, vielen, vielen Dank. Wir haben auch im Chat geschrieben bekommen, danke, dass es einfach mal erklärt ist, sodass es auch einfach mal ein Laie versteht. Das war uns einfach mal am Herzen, weil man spricht immer darüber, was da passiert. Und man weiß es dann einfach nicht. Und deswegen ist es einfach mal wichtig, mal so in einer kurzen Animation mal zu sehen, was steckt eigentlich wirklich dahinter. Und wer beim ersten Livestream schon dabei war, der hat gesehen, dass wir dort ein kleines Experiment gemacht haben, wo ich gezeigt habe, wie die Kläranlage funktioniert. Auch heute haben wir ein Experiment vorbereitet mit Emily und Helena. Genau, und zwar haben wir in der Animation ja schon mal das Thema Plasmid angesprochen. Und um euch das Ganze jetzt noch mehr zu verdeutlichen, haben Helena und ich etwas für euch vorbereitet. Wie ihr bereits gehört habt, wird ein Plasmid verwendet, um neue Gene in einen Organismus zu schleusen, die sich nicht auf der chromosomalen DNA befinden. Die Struktur wollen wir euch jetzt mithilfe dieser zwei Gummibänder veranschaulichen. Das Plasmid ist zunächst einmal zirkulär, das heißt ringförmig, und doppelsträngig, also brauchen wir zwei Gummibänder. Wenn wir diese jetzt miteinander verdrehen, kommt zunächst die Doppelhelix zum Vorschein. Die befindet sich auch auf der chromosomalen DNA. Das Besondere am Plasmid ist aber, dass es ringförmig ist, das heißt, es verdreht sich noch einmal in sich selbst. Das Ganze nennt sich Supercoil-Struktur.
Wir haben euch das Plasmid jetzt erstmal vereinfacht so dargestellt. Die einzelnen Stränge sind in weiß und gelb, weil es ja auch doppelsträngig ist. Und damit das Plasmid die Fremd-DNA aufnehmen kann, muss es erst einmal passend geschnitten werden. Hierfür werden sogenannte Restriktionsenzyme verwendet. Die funktionieren ungefähr wie eine genetische Schere. Und jedes Restriktionsenzym schneidet an ihrer spezifischen Stelle. Hier haben wir einen geraden Strich und hier schneidet die gerade Schere. Hier haben wir eine gewellte Linie und die wird mit der Wellenschere geschnitten. Und hier haben wir eine Zickzacklinie und die wird mit der Zickzackschere geschnitten. Jetzt haben wir drei Fragmente von unserem Plasmid, die alle durch drei unterschiedliche Restriktionsenzyme geschnitten wurden und die alle an ihrer spezifischen Schnittstelle geschnitten haben. Es gibt verschiedene Restriktionsenzyme. Einmal solche, die diese glatten Enden produzieren. Und wir verwenden welche, die sogenannten Sticky Ends produzieren. Die spezifischen Sequenzen, an welchen die Restriktionsenzyme schneiden, sind Basenpaare, die eine besondere Reihenfolge haben. Die Restriktionsenzyme schneiden dann innerhalb dieser Basenabfolge und erzeugen somit die Sticky Ends. Wir zeigen euch das Ganze am Beispiel des Restriktionsenzyms EcoR1 und es sucht nach der Erkennungssequenz GAATTC. Das Restriktionsenzym sucht nach dieser Erkennungssequenz auf dem Strang und schneidet dann zwischen G und A. So, jetzt haben wir hier unsere Sticky Ends und das Gleiche muss natürlich auch mit dem DNA-Fragment passieren, welches wir in unser Plasmid einschleusen wollen. Hierfür kommt wieder unser Restriktionsenzym ins Spiel und dies schneidet wieder zwischen G und A bei der Sequenz GAATTC. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Wie ihr seht, passt jetzt unser Fragment ganz genau in das Plasmid rein. Damit es da auch bleibt, kommt jetzt das Enzym Delicase ins Spiel. Diese klebt das Fragment mit dem Plasmid so zusammen, dass das auch da bleibt. Somit haben wir ganz einfach die DNA mit dem Bauplan für unser Enzym Lacase in das Plasmid einkloniert. Das Ganze können wir jetzt in einen Organismus schleusen. Aber wie das funktioniert, das ist eine andere Geschichte. Wie auch beim letzten Mal haben wir ein kleines Quiz vorbereitet. Diesmal geht es rund um das Thema Medizin. Die Leute von Instagram haben das schon gesehen. Es haben auch sehr viele Leute geantwortet. Es waren um die 80 Leute. Wer kein Instagram hat, kein Problem. Wir werden die Fragen anzeigen im Screen. Und so könnt ihr einfach in den Chat eure Antwort schreiben. Falls ihr keinen Twitch-Account habt, spielt einfach gegen den Sitznachbarn. Und wenn ihr etwas interessant findet, dann freut mich das natürlich, dass ich euer Geschmack getroffen habe. Ich werde die Quellen, wo ich die ganzen Informationen dazu habe, dann in die Informationen bei der Aufnahme, die wir auf YouTube stellen, dazu schreiben. Natürlich jetzt nicht hier, ansonsten wisst ihr ja schon die Lösung. So kommen wir jetzt schon zur ersten Frage. Was war zuerst? Gab es zuerst die Impfung gegen Tollwut oder das Penicillin als Medikament auf dem Markt? Ich gebe euch jetzt natürlich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Als kleiner Tipp. Tollwut, das war besonders ein Problem in Frankreich früher, weil es da sehr, sehr viele Streuner gab und deswegen viele Leute einfach gebissen wurden auf der Straße.
Und Penicillin, das wissen viele, das wurde von Alexander Fleming entdeckt, der zufälligerweise seine Probe vergessen hat. Der hat das über Sommerferien stehen lassen. Und seine Bakterien, die er eigentlich untersuchen wollte, die konnten sich gar nicht weiterwachsen und wurden deswegen von dem Schimmelpilz eben verdrängt. Also, im Chat stehen schon mal 3 Leute für A und 2 Leute für B. Und damit haben die Leute aus dem Chat auch eine bessere Nase als im Instagram, weil dort dachten 71% der Leute, dass Penicillin als erstes auf dem Markt war. Dabei war die Impfung gegen Tollwut, das gab es bereits 1885. Da war ein junger Bäckerssohn in Frankreich, ich habe ja schon das Problem mit den Streunern, und der wurde 14 Mal und der musste dann 10 Tage lang, da bekam er insgesamt 12 Injektionen von der Impfung, also war bestimmt keine schöne Behandlung, aber er hat es überlebt und damit hatte man die erste Impfung gegen Tollwut. Während Penicillin, habe ich ja schon gesagt, das wurde ja von Alexander Fleming entdeckt, das war erst 1928, wobei man immer so das Gefühl hat, damit hat Medizin erst angefangen, das war erst viel später. Und erst 1941 wurde es zum ersten Mal angewendet bei einem Londoner Polizisten. Der hat sich eine Schnittverletzung gehabt, eine Blutvergiftung. Und da wurde aber die Menge schon direkt aufgebraucht. Und erst 1944 war es dann wirklich auf dem Markt verfügbar in der Menge, dass man wirklich damit etwas anfangen konnte. Also nochmal Tollwut 1885 und erst 1944 Penicillin. So, dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, wie viele illegale Abtreibungen gab es ungefähr 1912 in New York? Antwort A, 6.000 und Antwort B, 100.000. Hierzu kann ich euch auch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar gab es die Krankenschwester Sanda. Und die hat sich dafür stark gebracht, dass Frauen nicht immer gebären müssen, weil das ist halt voll anstrengend und irgendwann macht das der Körper auch nicht mehr mit. Und sie hat auch ein Gespräch von einer schwangeren Frau mit ihrem Arzt mitbekommen. Und die Frau hat den Arzt gefragt, was kann ich denn machen, dass ich nicht ständig schwanger werde? Und der Arzt hat halt gesagt, ja, lassen Sie den Mann auf dem Dachboden schlafen. Und das war halt damals die einzige Möglichkeit, um nicht schwanger zu werden. Und diese Frau hat sich dann tatsächlich für eine illegale 5-Dollar-Abtreibung entschieden, aus ihrer Verzweiflung heraus, und ist dann letztendlich auch daran gestorben. Also, die Mehrheit sagt Antwort B. Das ist auch auf Instagram rausgekommen. Da haben 43% für Antwort A gestimmt und 57% für Antwort B. Und B ist auch die richtige Antwort. Denn erst 1960 wurde die Antibabypille in der USA genehmigt. Und die wurde zuerst 1957 als Mittel gegen Menstruationsstörungen getarnt, damit die eingeführt werden kann, weil das war damals ein absolutes Tabuthema. Und erst als dann irgendwann ganz plötzlich alle Frauen an Menstruationsstörungen gelitten haben, wurde es dann 1960 als Antibabypille genehmigt. Damit kommen wir zur nächsten Frage, die beschäftigt sich jetzt mehr mit Biotechnologie, nämlich welches genetisch hergestellte Mittel wurde als erstes zugelassen? Es ist A, die Antihistaminika bzw. Antiallergika oder B, Humaninsulin. Also Antihistaminika, ganz wichtig für alle Leute, die Heuschnupfen haben im Mai, dass sie nicht so viel niesen müssen, und Humaninsulin für jeden im Begriff, der Diabetes hat. Früher war es nämlich so, dass Humaninsulin von Bauchspeicheldrüsen, von Schweinen und Rindern benutzt wurde. Und wie man sich vorstellen kann, das Insulin von Schweinen und Rindern ist natürlich nicht genauso wie das von einem Menschen, sodass dort sehr viele allergische Reaktionen hervorgerufen worden sind. Deswegen ist das natürlich auch ein sehr großer Gewinn. Auch hier hat wieder der Chat recht. Es sind 4 Leute für B und 1 Person für A.
Humaninsulin gab es als erstes genetisch hergestellte Mittel und das war 1982. Jetzt kommen wir zur vierten Frage. Für was wird Cyclosporin benutzt? Antwort A, Organtransplantationen oder Antwort B, Leukämiebehandlungen? Als kleiner Tipp, Cyclosporin ist ein Immunsuppressivum, also was macht hier mehr Sinn? Der Chat sagt Antwort A. Das war auch auf Instagram der Fall, da hat 63% Antwort A genommen und 37% Antwort B. Und A ist richtig, denn wie gesagt, Cyclosporin ist ein Immunsuppressivum und unterdrückt dann praktisch die Abwehrmechanismen gegen das neue Organ. Weil das neue Organ ist ja ein Fremdkörper. Und dann werden natürlich erstmal die Abwehrmechanismen hochgefahren, um diesen Fremdkörper loszuwerden. Und das soll dieses Medikament unterdrücken. Nun kommen wir zu unserer letzten Frage. Da haben wir euch gefragt, für was wird nach aktueller Prognose mehr Geld in Deutschland ausgegeben? Entweder A, Handdesinfektionsmittel oder B, Vitamine und Mineralstoffe. Das sind jetzt natürlich beide Stoffe, die man eben jetzt gerade bei Corona besonders benötigt. Also hat ja jeder mehr mitbekommen, dass Handdesinfektionsmittel einfach leer wurde bei den meisten Märkten. Und auch die Vitamine sind natürlich sehr wichtig, damit wir alle jetzt gesund bleiben und niemanden anstecken. Haben die meisten jetzt B gewählt und eine Person A und das ist auch richtig so. Damit habt ihr das Team Instagram, nenne ich es jetzt mal, überstimmt. Die haben gedacht, 63%, dass es Handdesinfektionsmittel wäre. Handdesinfektionsmittel sind nach aktueller Prognose ungefähr 64 Millionen Euro, während Vitamine und Mineralstoffe, da vermutet man, dass bis zu 343 Millionen Euro ausgegeben wird. Also mehr als doppelt so viel für Vitamine und Mineralstoffe. So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Ankündigung. Und zwar kooperieren wir als iGEM-Team auch mit anderen iGEM-Teams, dessen Projekte sehr ähnlich zu unserem Projekt sind. Da herrscht dann keine Konkurrenz oder so, sondern Ziel des iGEM-Wettbewerbs ist es auch, sich gegenseitig zu unterstützen. Das heißt, Daten austauschen oder ein Team übernimmt für ein anderes Team die Messungen, da das eine Team einfach die Möglichkeiten nicht dafür hat, nicht die Geräte. Und das ist auch im Sinne von iGEM, sich gegenseitig zu unterstützen und nicht, dass dieser Konkurrenzwettbewerb ausbricht und das wird auch mit Medaillen belohnt. Und damit ihr unsere Partner auch einmal kennenlernt, veranstalten wir unseren dritten Livestream am 31.07.2020 um 19 Uhr und da wird das Team Darmstadt zu Besuch sein. Diese werden dann auch über ihr Projekt reden, euch erklären, was sie sich bei dem Ganzen gedacht haben, wo sind unsere Unterschiede, wo sind unsere Gemeinsamkeiten. Schaltet auf jeden Fall ein, es wird interessant. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und für das heftige Mitraten bei dem Quiz. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen und schreibt euch auf, 31.07. um 19 Uhr. Wir erwarten euch, freuen uns auf euch und damit tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.